Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wünsche euch damit einen angenehmen Aufenthalt hier bei mir. Stellen Sie erstmal sicher, dass Sie nicht beobachtet werden von Ihren erziehungsberechtigten Personen. Viel Spaß! Als ich heute mal wieder nach Unterhaltung suchte, startete ich mein Teamspeak 3, habe mir erstmal nichts dabei gedacht, bin in den keksgames.net Teamspeak reingejoint und wurde erstmal hochgemoved. Der Owner und der Admin des Teamspeak 3 Servers stellten mir eine beunruhigende Frage. Was fängt mit 46 an und endete mit 23, kicherte der Owner Niklas. Mir war ab diesem Moment bewusst, er hat eine illegale Aktivität vor. Nach ca. 10 Sekunden stellten sie mir diese Frage erneut. Ich wüsste nicht, was mit 46 anfangen sollte oder mit 23 enden würde. Deswegen enthielt ich mich. Sie sagten mir, deine IP, und DDoSten mich. An dieser Stelle will ich euch erinnern, wie scheiße ihr seid. Ihr gönnt euch einen kleinen Spaß, der schwere Folgen mit sich bringen kann. Wir leben in Deutschland und sowas ist hier leider verboten. Aber das wisst ihr doch bestimmt. Ich habe für euch einen kleinen Tipp, zieht doch einfach nach Saudi-Arabien. Da könnt ihr euch doch am besten mit terroristischen Islamisten, die euch zum Dank anzünden und in die Fresse treten, vergnügen. Damit war gemeint, dass ich euch den Tod wünsche und dass ihr Schande für diese Internetgesellschaft seid. Ihr DDoS andere ohne einen plausiblen Grund. Ich hoffe, ihr werdet für diese Tat bestraft und wie eine vergewaltigte chinesische Frau nach eurer Mutter schreien. Jetzt habe ich gesagt, was ich von euch halte und wünsche. Falls ihr nach diesem Video einen Hass auf mich bekommen habt, Niklas und Nils, macht es doch einfach so, ihr DDoSt mich erneut und wir werden sehen, wer hier als Sieger in diesem Kampf auftreten wird, weil ich lasse mir das nicht gefallen, von so welchen Analbaronen gedDoSt zu werden. Ich werde jetzt dieses Gespräch beenden. Ich habe meine Lektion gelernt. Und ich werde jetzt ab sofort nie wieder auf so einen respektlosen Teamspeak 3 Server reinjoinen. Einen schönen Tag noch.